Hand noch oder kann ich das ausziehen? Kannst du abnehmen. Ja, das war gut. Das wäre sehr schön. Zack. Wir kommen jetzt zu unserem ersten telefonischen Gast. Wenn ich den noch nicht der Überraschungsgast wir kommen. Hier, da ist er, Matu. Das ist der Matu, der ist Postbote in Gummersbach. Und er hat auch mal Comedy gemacht. Er hat mal eine schöne Comedy-Show in Schwerte gehabt. Und der ist jetzt aber seit ein paar Jahren wieder Vollbeamter. Der ist über 50 und arbeitet noch. Ich war ja selbst bei der Post, meine ganzen Kollegen, die sind alle Frührentner. Aber in dieser Zeit wird er froh sein, dass er Beamter ist und nicht so wie du und ich hier in der Polster sitzen. Ich war mal Postbeamter, ich war Postbote in Herne und dann wurde ich strafversetzt, ist kein Scherz, nach Witten. Ja. Ich habe ihren Postzustellungsauftrag falsch ausgegeben, wurde ich strafversetzt. Also Witten ist anscheinend so ein bisschen das Alcatraz der deutschen Post. Ich glaube, du kannst das jetzt ausmachen, Ich mache das jetzt mal aus. Danke. Und Matu wird uns jetzt mal erzählen, weil die Postboten sind ja auch diejenigen, ich weiß nicht, läuft dein Postbote mit Handschuhen rum oder hast du den? Mein Postbote läuft im Moment mit Handschuhen rum. Und er läuft wirklich? Wirklich und hat einen Schal vor den Mund und ruft schon von Weitem, hallo Walli, ich habe Post. Ja. Und dann macht er ganz langen Arm und dann nehme ich das ab oder der Köter. Also einer, wer von uns beide schneller ist. Am Postboten, ne? Ja gut, dann wollen wir mal den Matu fragen, wie das denn bei ihm aussieht. Er hat mir schon vorgewarnt, ich sage, er darf mir keine Postgeheimnisse erzählen. Schade. Das ist natürlich, was uns interessiert, Postgeheimnisse, wo habe ich ihn denn? Ist da Geld drin oder nicht? Ne? Wenn da Geld drin ist, ist es auf alle Fälle weg. Ne? Ja, das ist... Also schick nichts mit der Post, also kein Geld jedenfalls. Ich habe jetzt, ich könnte ihn auch auf Video machen. Ich mache mal, aber ich weiß aber nicht, du weißt nicht wie. Will. Der ist ganz schön, weil hier sieht er noch, der ist auch ganz schön alt geworden, wenn ich ihn jetzt auf Video zeige. Ehrlich? Das sieht er ja jetzt nicht. Aber wenn du sagst, der ist 50, ist er doch noch nicht alt. Ja, der war 50. Gewesen, mal früher. Der war aber so richtig... Jetzt ist er 70 und arbeitet jetzt, immer noch bei der Post. Ich guck mal, ich rufe ihn erstmal so an, wenn er will. Warte mal. Solange der laufen kann, ist auch besser für die Knie, sich in Bewegung zu halten, weißt du? Arthrose. Ja, wieso ist er denn besetzt? Was ist das für ein Arsch? Hast du denen nicht gesagt, dass er die Leitung frei halten soll? Oh, jetzt. Jetzt klingelt doch, ist doch gut. Hallöchen. Hallo Matu, grüß dich. Hi. Wie geht's dir? Gut. Ja, alles im Lot? Ja. Warst du heute schon, jetzt nicht gerade, aber bei der Arbeit zurzeit tätig oder hast du Urlaub oder irgendwas? Ich bin arbeiten. Ach, du bist arbeiten. Das heißt also, morgen früh geht's weiter. Wann stehst du immer auf? Ich stehe auf um 4:30 Uhr. 4 Uhr, schön. Also, da musst du jetzt gleich im Bett, ne? Sonst kommst du ja nicht raus. Ja, das ist, genau, im Hintergrund ist die liebe Walli, Waltraud Ehlert, die dich, ich sag mal, herzliche Grüße. Unbedingt, unbedingt. Walli, mein heißes Moped. Ja, Schätzelein, hör mal. Sag mal, wann gehst du abends immer pennen? Ja, wenn ich so früh aufstehen muss, gehe ich natürlich eigentlich schon so 10 Uhr, 10:30 Uhr ins Bett. Das ist trotzdem spät. Das ist allerdings, da brauchst du wenig Schlaf. Sag mal, genau, was uns ja interessiert, also ich kann ja mal ganz kurz erzählen, also Matu, ich nenne dich Matu, weil wir uns kennen, aber nicht von der Post, sondern du hast viele, viele Jahre wunderbare Comedy gemacht, hattest tolle Mixshows, ich hatte, glaube ich, sogar die Ehre, an einer deiner letzten Mixshows Gast sein zu dürfen, mit der Jacqueline Feldmann noch. Und dann hast du irgendwann dich nur noch auf die Post konzentriert. Was hat sich jetzt verändert für dich, also in der Zeit? Also die Briefzustellung, ist die für dich ganz normal oder trägst du Handschuhe jetzt? Was ist anders geworden? Ja, erstmal vermisse ich natürlich Comedy schon. Aber was für mich anders geworden ist, ich bin jetzt reiner Fußzusteller geworden. Okay. Weil das mit meinem Alter schon mit dem Knie nicht mehr so gut geht. Und bin jetzt in der Metropole des Sauerlands tätig in Lüdenscheid. Ach, in Lüdenscheid? Warst du nicht mal in Gummersbach? Ja, in Gummersbach wohne ich, ganz normal, aber ich war schon immer im Sauerland tätig. Ja, ja. Musst du dich irgendwie schützen vor Corona? Gibt es da irgendwelche Sachen, die man euch sagt, worauf, also Abstand? Natürlich, wir sollen immer schön die Hände waschen, Desinfektionsmittel benutzen und natürlich 2 Meter Abstand. Ja. Aber ist natürlich jetzt schwieriger, ich bin direkt in der City tätig. Jetzt haben alle Geschäfte zu, sonst konnte ich immer auf irgendwelche Kundentoiletten gehen und mir die Hände waschen. Klar. Oder irgendwo Desinfektionsmittel. Das ist jetzt auch ausgegangen. Das heißt, ich helfe mir selber, indem ich unterwegs mir in meinen Ablagekasten, wo ich dann meine Post habe,
Seife und Wasserparat habe und Handtuch, um mich dann regelmäßig dann zu waschen. Wow. Ach, sehr schön. Wie oft machst du das dann? Also, an den Kassen komme ich viermal vorbei. Das heißt, viermal mache ich das auch. Und wenn unterwegs mal wirklich eine Möglichkeit ist, auch die Hände zu waschen, oder in der Apotheke nehme ich auch Desinfektionsmittel. Also ich mache das schon 6 bis 8 Mal am Tag. Also auf Zustellung auf jeden Fall. Ja, und du bist Beamter, ne? Du bist... Genau, ich bin Beamter, aber jetzt wird natürlich Mann und Maus gebraucht. Gott sei Dank ist es bei uns am Postamt noch nicht so, dass irgendjemand infiziert ist. Das heißt, wir sind noch alle an Bord. Ja, stimmt. Das heißt, wir geben alles und glaube, wir sind aber auch alle froh, dass wir raus können und die Leute beglücken können mit unserer Post, weil die sind echt wirklich alle dankbar, dass wir kommen. Und nicht nur, weil wir Pakete bringen, sondern auch aufmunternde Worte. Und da mache ich meine Comedy auch weiter. Das heißt, Humor bringt vielen Leuten da weiter. Das glaube ich. Da bist dann, wenn die Leute wirklich zu Hause bleiben, auch gerade ältere Leute, dann bist du ja der Einzige, neben vielleicht Essen auf Rädern, ich weiß es nicht, der Einzige, den die dann sehen. Ne? Ja, so ist es wirklich. Das ist wirklich. Und dann, wenn die da am Balkon sind, dann rufe ich natürlich hoch und alles Gute, bleibt gesund. Und und das ist wirklich so, man merkt, dass die Leute auch wirklich, dass denen was fehlt, dass die keine Kontakte haben. Oder die, die mal draußen waren. Es ist natürlich toll, wie das jetzt ist in der Stadt, dass die Leute sich wirklich daran halten. Aber es ist für mich natürlich als Postbote sehr gespenstisch, also, plötzlich durch Straßen zu gehen, wo keine Menschen sind. Das muss und auch keine Hunde. Oder sind die Hunde, obwohl die sind ja da, die werden ja auch nicht mal so ausgeführt und so, weil viele denken ja, das ist irgendwie ein blöder Scherz, aber das ist es ja wirklich nicht. Ich habe ja auch 4 Jahre mal in den Job gearbeitet und ist das immer noch so, dass diese kleinen Yorkshire Terrier, wo gesagt wird, der tut nichts, dass die direkt in die Wade beißen? So ein bisschen ist das doch so, oder? Nicht die großen? Ja, ist so. Aber weißt du, wenn ich in irgendwo Bezirk bin, ich markiere dann meinen Bezirk, dann wissen die Hunde sofort, den darf ich nicht mehr beißen. Bombenidee, Bombenidee. Einfach vor die Türen pinkeln und schon reißt der Hund sich zusammen. Ja, einfach vor die Türen pinkeln und schon reißt sich der Hund zusammen, sagte Walli. Genau. Hör mal, jetzt kommt die Spargelzeit, Matu. Da kannst du also noch mal richtig eine Duftmarke hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich. Und bei mir ist ja so, ich bin ja 2 Meter groß. Ja, deswegen wird die Lütchen auch nicht gesagt, 2 Meter Abstand, sondern eine Macho-Länge. Hervorragend. Eine Macho-Länge, die neue Währung. Ach, das ist ja schön. Der Kollege Christian Schulte-Loh, der sagt immer, er ist genauso groß wie die Matratze von den Leuten. Ja, sehr schön. Ich sag meistens so 1,90 nur, da hängen die Füße noch raus. Ja, das stimmt. Ja, Mathe, und das heißt aber, ihr habt jetzt nur noch 5 Tage Woche, ne? Ich habe ja damals gearbeitet, war 6 Tage Woche noch. Da musst du dir vorstellen, musst du 6 Tage lang aufstehen. Ja. Da hatte ich noch eine Freundin, die hatte Essen auf Reden sonntags morgens im Job, musste um 7 Uhr aufstehen. Ich habe keine Nacht durchgepennt. Aber ihr habt 5 Tage Woche, das heißt, hast du immer einen gleichen Tag frei oder immer unterschiedlich? Immer unterschiedlich. Jeden zweiten Montag habe ich frei, dadurch ganz selten samstags, leider. Das ist immer ganz schön, weil ich bin immer freitags auch zu Comedy-Veranstaltungen gegangen, aber wenn man am Samstag arbeiten muss, dann kann man das natürlich nicht mehr schaffen. Ne? Und ich muss natürlich jetzt länger arbeiten, weil wir 5 Tage Woche haben. Das heißt, ja, das ist natürlich mehr los. Ich bin meistens vor 5 Uhr, bin ich auch nicht wieder zu Hause. Ja. Wow. Also, das ist natürlich eine lange Zeit, aber ich würde einfach mal so sagen, und weil ich denke, vielleicht unterscheidet, ihr seid auch einer, gehört auch zu der Gruppe unserer Helden jetzt gerade. Ja, ne? Würde ich sagen. Kassiererinnen, Postboten, Ärzte. Ich meine, ihr haltet das ganze Zeug am Laufen, während wir uns, ich habe ihr, Walli, schon eben erzählt, ich liege tagelang im Jogginganzug ungewaschen auf der Couch. Ne? Und ihr haltet das Ganze im Betrieb. Also, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür und einen schönen Gruß an dich, an die Postboten und und hoffe, bleib wir sehen gesund. Uns mal wieder. Bleib gesund auf jeden Fall. Ja, euch einen schönen Abend. Wo? Danke dir, Matu. Gute euch, wo? Bleibt gesund. Jo, ja, tschüss. Bis bald. Bis dann, tschüss. Tschüss. Sehr netter Kerl, hör mal, sehr nett. Der würde mir auch gefallen als Postbote. Ehrlich. Ja, wirklich. Ich glaube, wir haben eine Show gehabt und sie war immer, also er hat eine Show gehabt und das war immer voll, weil die ganzen Kunden, die hat immer dann...